Brandmeldung bekommen von der Leitstelle. Wohnungsbrand, Bahnhofstraße, ehemaliges Kino. Und dort sind wir halt mit einem Löschzug fortgefahren, haben die Brandbekämpfung aufgenommen. Wir haben das schon gesehen, dass also eine volle Ausdehnung vorhanden ist. Wir haben im Nachgang also als Leitung hört. Haben dann weitere Kräfte mit alarmiert von umliegenden Wehren, um die Brandbekämpfung gemeinsam aufzunehmen. Das war die absolut richtige Entscheidung. Wir haben es sogar unter Kontrolle. Es wurden drei Brandabschnitte gebildet. Amstadt ist das Hausen, in der Bahnhofsstraße. Und hier im unterirdischen Bereich Rudesleben mit Amstadt und im Bereich von Bahnhofsstraße Vordersystematik haben wir also auch nochmal Stadt Ulm und Mannershausen eingesetzt. Und alle wurden also von beiden Seiten zur Umfassung der Brände eingesetzt und mit Erfolg, wie sich jetzt zeigt.